Mein Name ist Christina Engel-Unterberger. Ich bin Dozentin am Department Soziales. Also wir wechseln sozusagen den Department-Schauplatz. Und auch ich kann euch in den Breakout-Sessions Einblick geben in zwei Anwendungsfälle für E-Portfolios. Das erste verwenden wir seit dem Sommersemester. Also haben wir jetzt zweimal angewandt. Das ist in der Studiengang Eingangsphase. Wo die Studierenden aus dem Lehrgang Sozialpädagogik ein Kompetenzportfolio erstellen, gleich zum Studienbeginn. Und der zweite Anwendungsfall ist ein studienpfadbegleitendes Portfolio im Bachelorstudium Soziale Arbeit, wo die Studierenden wirklich vom ersten bis ins sechste Semester Reflexionsaufgaben auf Mahara erledigen. Und ich kann euch für beide Anwendungsfälle einfach mal einen Einblick geben, was ich euch in der Breakout-Session dann näher zeigen kann. Zwar einerseits kann ich euch für dieses erste Anwendungsbeispiel Kompetenzportfolio zum Studieneinstieg zeigen, wie der eCampus-Kurs aufgebaut ist, der das begleitet, weil auch wir verknüpfen sozusagen den eCampus-Kurs mit der Portfolio-Anwendung. Und dann haben zwei Studierende mir für heute die Erlaubnis gegeben, auch euch zu zeigen, wie so ein Kompetenzportfolio ausschaut. Es ist in 9 Ansichten gegliedert, beginnt mit der persönlichen Biografie und dann eben so der Stand der Dinge, also welche Kompetenzen bringe ich bereits mit in den 7 Kompetenzbereichen, in die sich der Lehrgang gliedert und endet dann mit einer Auflistung zu den weiteren Kompetenzen. Also das können wir uns anschauen, praktisch zum Kompetenzportfolio zum Studieneinstieg. Und so wie wir Mahara im Bachelorstudium anwenden, das ist eben ein bisschen vielfältiger. Da kann ich euch zum Beispiel zeigen, wie so ein Abschlussportfolio nach 6 Semestern Studium ausschaut. Oder ich kann euch da auch zeigen, wie wir Reflexionsaufgaben oder Semesterschwerpunkte auf Mahara darstellen als Lehrende, die dann den Studierenden einfach den Leitfaden bieten, was sie in dem Semester da zu tun haben. Genau, also soweit mal ein paar erste Einblicke und ein paar Erfahrungen jetzt zum Abschluss des Pitch noch vorweg. Wir schätzen Mahara deshalb, ähnlich wie der Georg auch vorher schon gesagt hat, weil es einfach semesterunabhängig organisiert ist und sich an den Studierenden orientiert, also nicht an der Lehrveranstaltung notwendigerweise, sondern wirklich an der Studierendenlogik. Und wir schätzen auch, und das finden auch die Studierenden sehr wichtig, dass man die Sichtbarkeit der einzelnen Ansichten wirklich gut steuern kann. Also was gebe ich jetzt nur der Lehrbeauftragten frei, was gebe ich der Gruppe frei und was ist mir egal, wenn es alle Mahara-Nutzerinnen der FH St. Pölten von mir lesen. Also diese Selbststeuerung, da ist sehr wichtig. Und auch die Verknüpfung zwischen eCampus und Mahara kommt den Lehrbeauftragten sehr entgegen, weil am Anfang haben wir oft lange gesucht nach dem richtigen Portfolio, das jetzt abgegeben werden soll. Und durch die Abgabemöglichkeit am eCampus ist es wirklich viel übersichtlicher. Wir schätzen an Mahara, dass es wirklich Ausdrucksvielfalt gut ermöglicht. Also, dass man wirklich besser wegkommt von der normalen PDF-Abgabe in Form von Audios, Videos oder auch einfach mal, indem eine Mindmap hochgeladen wird. Also wenn man Studierenden für die Bearbeitung einer Aufgabe unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten geben will, dann empfiehlt sich Mahara aus unserer Sicht. Und auch so eine Lernerfahrung aus den letzten 3 Jahren, je mehr man als Lehrperson selbst auf Mahara macht, desto mehr Sicherheit und Motivation ist auch auf Seiten der Studierenden beobachtbar. Also Lernen am Modell, gilt auch auf Mahara.